Ein richtig raffiniertes und tolles Sommergericht. Gegrillte Wassermelone mit Garnele und ein bisschen scharfen Curryschaum. Wir fangen an, indem dass wir ein bisschen Olivenöl in unsere Pfanne geben und als erstes auch wirklich den Curryschaum ansetzen, dass der nachher in Ruhe vor sich hin köcheln kann und dann natürlich den ganzen Geschmack von diesen wunderbaren Zutaten wie Karotte, bisschen Champignon, das ziehen wir alles schön an. Wir haben da die Zwiebeln und bisschen frische Kräuter natürlich, genauso wie Fenchel und Stangensellerie. So. Den Knoblauch selber, den drücke ich nur an, weil das Ganze wird ja ausgekocht. Und was wir wollen, ist wirklich nur den Geschmack. In der Zeit, wo das anzieht, ein bisschen Farbe bekommt, ich schalte da mal ein bisschen höher, widmen wir uns der Garnele. Die Garnele selber vom Kopf natürlich befreien, wobei wir den aufbehalten, genauso wie die Schale selber. Und poolen. Die Garnele anschließend garen wir, klar, im Sous-Vide, das Becken steht parat, bei 56 Grad. Und zwar nur für 14 Minuten. Wir wollen die schön glasig und nicht so trocken, wie man es normal kennt. Und ihr werdet sehen, um da ein bisschen Geschmack reinzukriegen, verwenden wir nachher einen Bunsenbrenner. Also, Garnele. So, noch zwei garen. Im Sous-Vide und fertig machen mit dem Bunsenbrenner. So. Immer wieder mal einen Blick aufs Gemüse richten. Das darf ruhig ein bisschen ansetzen, aber natürlich nicht anbrennen. Aber trotzdem schön Röstaroma und Geschmack reingeben. Wer will, kann auch die ganzen Garnelenschalen und die Köpfe aufbehalten und später in den Fond mit reingeben und den auskochen. Dann kriegt man so einen richtig schönen, kräftigen Curryschaum mit Kruschentieraroma. Ich habe hier so eine kleine Pinzette. Der Trick an der ganzen Geschichte, ich kann hier hinten rein und ziehe den Darm vorsichtig raus. Das ist was, was wir auf keinen Fall mitessen wollen. Klar, gehe ein bisschen runter an der Temperatur. Wir haben da jetzt schön angeschwitztes Gemüse. Und mach die letzten Garnelen genauso. So. So. Jetzt gehen wir kurz weg, weil wir das nachher nicht haben wollen. Auch hier, ich salze die Garnele nicht vorher. Ich mache das lieber nach dem Garen und verzichte jetzt eigentlich darauf, dass ich das Salz schon beigebe. Die Garnele selber, relativ robust, können wir ordentlich garen. Also hier müsst ihr keine Angst haben wie bei einem Kabeljau oder bei einem Stück Lachs, dass ihr allenfalls die Garnele zerdrückt. Und einfach ein bisschen mit Olivenöl vakuumieren.
Also, keine Angst beim Vakuumieren von der Garnele. Dann für 14 Minuten bei 56 Grad schön glasig garen. So, mein Curryschaum, der läuft. Das Gemüse hat Farbe bekommen. Und um da wirklich einen exzellenten Geschmack rauszukriegen, ungeniert das Currypulver mitrösten. Und für die Farbe, weniger für den Geschmack, Kurkuma. Kurkuma ist fast geschmacksneutral, wird aus einer Wurzel gewonnen, gebe ich aber mit rein, ist sowieso in einem gelben Curry drin. Da gewinne ich eigentlich nur ein bisschen an der Farbe. Achtung, wichtig, wenn ihr das ganze, die ganzen Gewürze reintut, lasst es ja nicht anbrennen, sonst wird es so bitter. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Also kurz mitrösten, mit Weißwein ein bisschen ablöschen. Ich habe auch für die Süße in dem ganzen Gericht ein bisschen weißen Portwein. Ungefähr gleiche Menge weißer Portwein und Weißwein beigeben. Und dann aber auch wirklich einreduzieren. Wir wollen den Geschmack vom Portwein und von Weißwein, aber weniger das Herbe. Also sobald das Ganze eingekocht ist, wird es nachher aufgefüllt. Was ich schon vorbereitet habe, ist eine Wassermelone. Eine ganz normale, kernarme Wassermelone, wie ihr sie kennt. Geschält, vakuumiert, auch auf der höchsten Stufe, mit etwas Olivenöl. Aber auch da, ihr könnt da ein bisschen Curry schon mit reingeben, wenn ihr wollt. Oder ein bisschen Koriander. Ich habe es jetzt wirklich nur mit Olivenöl vakuumiert und habe es dann bei 83 Grad kurz gegart. Was passiert? Das ganze Olivenöl drückt sich durch die Melone durch, durch dieses Vakuumieren und wird dadurch von der Konsistenz her sehr interessant. Interessant in der Hinsicht, weil die Textur, wie wir Wassermelone kennen, komplett was anderes ist durchs Vakuumieren. Und die Melone, die grillen wir nachher. Tropfen wir kurz ab. Eine reicht erstmal. Und wie gesagt, immer ein Auge auf euer Curryschaum. Wir sehen, der ist schon schön gelb. Und jetzt habe ich, ihr könnt da Fischfond oder einen schönen Krustentierfond. Ich fülle es mit dem Fischfond auf. Und habe ein bisschen Milch und Sahne. Lieber ein bisschen mehr Milch wie Sahne. Warum? Was ich nachher haben möchte, ist einen schönen Curryschaum. Und um einen Schaum zu erzielen, brauche ich Lecithin. Und das ganz natürliche Lecithin, wie man es kennt, ist in der Milch. Und je mehr Fett das in der Soße drin ist, desto schwieriger ist es nachher, wenn wir es schäumen. Aber das zeige ich euch nachher, wenn es fertig gekocht hat. Den Curryschaum an für sich würze ich noch ganz leicht mit ein bisschen Pfeffer und Salz. Aber Achtung, wir reduzieren den ja nachher auch noch. Also vom Salz eher mal ein bisschen dezent halten, weil durch dieses Reduzieren von dem Curryschaum wird es noch intensiver. Ich tausche das Ganze. Das brauche ich nur im Augenwinkel anzuschauen und erhitze mir eine Grillpfanne. Klar, ihr könnt es auch draußen auf dem Holzkohlegrill, ihr könnt es aber auch im Backofen in der Grillfunktion oder einfach klassisch anbraten. Das Tartar von der Wassermelone etwas salzen. Und dann richtig scharf anbraten. Warum? Wir wollen da auch ein bisschen mehr die Röstaromen haben. Wir wollen da ein bisschen mehr Kraft in die Wassermelone geben. Und die können wir wirklich schön scharf anbraten oder angrillen. Und daraus schneiden wir nachher ein Tartar. Ihr könnt es ruhig auch kalt servieren oder Raumtemperatur. Aber das ist ein Gericht, was wirklich im Sommer sehr erfrischend und leicht rüberkommt. Toll für eine kleine Veranstaltung als Vorspeise oder einfach so mit Freunden einen tollen Grillabend mal eine Wassermelone drauflegen. Bei hoher Temperatur, ich habe es auf der Stufe 9, ungefähr so 3,
4 Minuten auf jeder Seite. Wenn da Farbe dran kommt und ihr meint, das wäre vielleicht schon zu dunkel, kein Problem, durch dieses Tartar verflüchtigt sich das wieder. In der Zwischenzeit immer wieder mal den Curryschaum anschauen, bisschen rühren, dass das ja nicht ansetzt. Genauso wie die Garnele überwachen. Aber da haben wir einen Timer. Sobald es glasig wird und ihr das auch schon riecht, könnt ihr die Melone ruhig rausnehmen. Latte weg und daraus ein wunderbares Tartar schneiden. Übrigens auch eine tolle Alternative für einen vegetarischen Gang oder sogar vegan. Optisch sieht man fast keinen Unterschied zwischen einem richtigen Tartar und diesem Wassermelonen-Tartar. Also die Wassermelone in schön feine Stücke schneiden und dann wichtig abtropfen lassen. Dann schauen wir das Problem, dass uns die Wassermelone auf dem Teller komplett davonläuft. Also in schön feine Stücke schneiden und wir marinieren das Ganze nachher mit Limettenabrieb, Limettensaft, Zitrone und frisch geschnittenen Koriander. Aber auch da Frühlingslauch, alles möglich, da müsst ihr nur kreativ genug sein. Also abtropfen lassen. Damit mir das Wasser oder der Saft der Melone abtropft. Ich kann da auch einen Löffel nehmen und das Ganze ein bisschen ausdrücken. Das tropft schon mal ab und danach können wir parallel mit einer Microplane, mit einer ganz feinen Reibe, nur die Zesten schon mal draufgeben. Da, wenn möglich, nie das Weiße von der Zitrone oder von der Limette, es geht auch mit einer Grapefruit, nie das Weiße mitreiben. Das hat so einen bitteren Beigeschmack. Und jetzt auch der Saft. Klar, der tropft durch, aber es soll nur leicht umhüllt sein und ein bisschen mariniert werden, dass das was Erfrischendes hat, so die Säure von der Limette, der Wassermelone, ganz gut tut. Und dann Pfeffer und Salz, wie ihr das gewohnt seid, einfach leicht würzen. Und ich habe ein bisschen Koriander schon dabei. Den schneide ich ganz fein. Und gib den mit ins Tartar. So ein bisschen was Asiatisches. Und zum Curryschaum passt das wunderbar. Ihr könnt da auch ein bisschen Sesam, gerösteten Sesam rein, ein bisschen Sesamöl dazugeben und ein bisschen Chili oder wenn ihr mögt auch ein bisschen Ingwer ran. Ich mache das eher, oder ich persönlich mag es eher ein bisschen klassisch. Eine schöne Wassermelone, die mariniert jetzt mit den Limetten- und Zitronenzesten, dem Koriander und dem Chili. Das lasse ich ein bisschen ziehen. Ungefähr 30 bis 35 Minuten Zeit solltet ihr schon einplanen, wenn ihr so einen Curryschaum macht, dass ihr wirklich auch alle Aromen von dem ganzen Gemüse auskocht. Nach der Zeit könnt ihr das aber problemlos auch abpassieren, weil dann schmeckt das Gemüse eigentlich nach nichts mehr und ist fad. Also 30 bis 35 Minuten Zeit solltet ihr wirklich einplanen für den Curryschaum, sonst schmeckt es einfach nicht. Nach der Zeit könnt ihr den abpassieren durch ein einfaches Sieb. Was wir wollen, ist wirklich nur den Curryschaum und weniger das Gemüse. Klar, die Garnelen waren vorher fertig. Die habe ich natürlich schon rechtzeitig rausgenommen, dass sie nicht übergaren. Und habe die dann einfach kurz draußen stehen gelassen, bis nachher mein Curryschaum fertig ist. Den halte ich auf kleiner Flamme warm und packe in der Zeit die Garnelen aus. So, jetzt und pack die aus, würz die, weil die hatten wir ja vorher nicht gewürzt.
flammen die eigentlich nur noch ab mit dem Bunsenbrenner. Ich nehme da eine ganz normale Pfanne. Warum? Weil die natürlich hitzebeständig ist. Leg mir die Garnelen in die Pfanne rein. Auf dem Herd, so passiert nichts. Es geht keine Arbeitsfläche kaputt. Würz mir die mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Hab die Pfanne aber immer aus, also der Herd läuft nicht. Und nehme jetzt einen handelsüblichen Bunsenbrenner und gib den Garnelen eine richtig schöne Farbe. Wirklich nur kurz von beiden Seiten. Also nicht zu lang. Weil vorgegart im Sous-Vide waren sie ja schon. Von beiden Seiten. Auch da wieder würzen. Mit Salz und Pfeffer. Auch da wirklich kurz und kräftig. Schön von allen Seiten. Und wenn das alles soweit ist, dann können wir einen Teller nehmen und schon mal anrichten. Ich habe mich eher für einen tiefen Teller entschieden. Ganz einfach mit dem Curryschaum, das ist ein schönes Löffelgericht, unbedingt einen tiefen Teller verwenden. Also, die Melone. Einmal kurz probieren. Schön erfrischend, hat eine leichte Schärfe, aber für den Sommer extrem gut. Dann gibt es ein bisschen in den Ring rein. Und drückt mir das natürlich ein bisschen flach. So. Anschließend nehmt einen Zauberstab. Wir wollen ja diesen Curryschaum haben. Da gibt es einen einfachen Trick. Auch hier mit einem Löffel. Kurz rein. Und dann leicht schräg halten. Und den Löffel an den Stabmixer ranlegen. Warum? Wäre der Löffel nicht da, würden wir den Schaum wieder zerstören. Wirklich nur den reinen Schaum verwenden. Wenn natürlich viele Gäste da sind, muss man natürlich immer wieder mal aufschäumen, aber das soll so ein richtig schöner Curryschaum sein. Die Garnele selber können wir so ineinander an oder so ineinander reinlegen und die dann nachher da drauf setzen. Und um das Ganze abzurunden, habe ich ein bisschen Sesamöl geröstetes. Das gebe ich übers Gericht drüber und dann würde ich sofort servieren, bevor der Schaum zusammenfällt und sage einfach nur guten Appetit und genieße dieses leichte Sommergericht. Mehr dazu findest du auf siebenhauben.com.